Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Moon und ihrer Familie. Wir werden jetzt nicht wieder jeden einzeln aufzählen. Denn so langsam sind wir echt viele Leute hier, ne? Im letzten Part sind die beiden Babys geboren. Ja, es ist nicht nur eins gewesen. Es war ein doppeltes Weihnachtswunder. Für uns zumindest, auch wenn es in-game, ja, Sommer war. Und jetzt mittlerweile Herbst, also naja. Und im heutigen Part werden die wahrscheinlich dann schon so Kleinkindern, ne? Also das ist schon süß. Bin schon sehr ready dafür. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Umstyling-Action haben. Yes! Und außerdem hat die süße Maus noch ihren Abschluss gefeiert. Warum sie ihren Hut hier noch trägt, weiß ich jedoch nicht. Mit der Wiederbelebung haben wir leider immer noch kein Glück gehabt. Aber das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Früher oder später werden wir den schon wiederbeleben können. Mit was für einer Weise, weiß man natürlich jetzt noch nicht. Und Bruno ist fit. Sie hat ja noch einen Crush auf Evelyn, ne? Wir sollten vielleicht den Crush mal versuchen, wegzubekommen. So sehr Moon es auch versucht, sie kommt einfach nicht über Evelyn hinweg. Excuse me, Girl. Du bist einfach in der Beziehung. Aber kein Problem. Da jetzt schon der neue Tag ist, können wir ja auch schon mal unseren Dreh machen. So, und das ist die 36. Färbe deine Haare. Das ist actually ziemlich süß. Ich meine, immer wenn irgendwelche Dinge passieren in ihrem Leben, hat sie ja jetzt irgendwie ihre Haare geändert. Ne? Also ich meine, sie hat ja die auch selber quasi abgeschnitten. Und dann finde ich es auch realistisch, dass sie dann sagt, boah, jetzt wo ich Kinder habe, färbe ich meine Haare. Wir können ja sagen, dass sie die dann aber nur in ihrer normalen Form färbt. Dass wir halt ihre pinken Haare aber noch behalten. Weil dann würde ich die nämlich schwarz machen. Ja, dann mache ich die nämlich schwarz. Das steht ihr auch unheimlich gut. Weil das passt ja dann ja trotzdem zu ihrer Mama und so. Also weil Carla hatte ja schwarze Haare. Ja, ich glaube, ich finde das süß. Ist halt mal was anderes, ne? Aber mir gefällt's. Ich glaube, Moon ist aber auch so eine, die könnte alles tragen. Es ist schon anders. Also... Es ist wild, sage ich. Ungewohnt halt vor allem, ne? Ich denke, wir werden uns da schnell dran gewöhnen, aber es ist auch wild. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das hier mit der Bettsituation machen will, ne? Muss auf jeden Fall irgendwie was umgestellt werden. Hä? Wo steckt sie denn fest? Das macht gar keinen Sinn. Komm hier raus. Digga, wieso kommt sie nicht aus diesem Zimmer? Die Kinder haben auf jeden Fall heute Geburtstag. Sehr schön. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Sie hat Durst. Toll. Ja, wollen wir die einfach jetzt schon... altern, weil ganz ehrlich, wir haben ja jetzt eh nichts zu verlieren, oder? Schauen wir einfach mal, was aus den beiden wird, ne? Okay, Cloud ist engelsgleich. Sehr, sehr süß auf jeden Fall. Look at him. Oh, was hat er für ein Mützchen auf? Cutie. So, und jetzt müssen wir natürlich noch Sunny altern. Und, hui, sie ist unabhängig. Oh. Die haben beide braune Haare. Oh mein Gott, wer ist gestorben? Emilia Ernest. Oh. Es ist wahrscheinlich jemand aus seiner Familie. Oh, seine Mutter. Oh. Jetzt hat er auch Angst vorm Lebensende. Du bist zwar ein Geist, aber kein Ding. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen... Ihr Kinder kennt die aber nicht, ne? Also, I'm sorry, das cheate ich weg, weil die kennen die nicht. Aber das sind echte Mäuse, ne? Ich bin auf jeden Fall ready für den Cast, weil ich glaube, die werden echt süß. Ich schau mal, was ich aus den beiden mache. Und dann erfahren wir auch, ob die beiden Vampire sind. Aber wahrscheinlich schon. Wir sehen mal. Bro, I swear on God, you're on my book shit. This shit's so long, baby. Is that my voice? Drippin' like a school. On a four with school. Baby gonna school. She funny with it. Cool. B54 thump. I'm a hump on a bounce. Jack and Jill up a hill. Baby tryna get a meal. Mary had a little lamb. I really do not fuck with Zen. She calling me the muffin man. I surely like the muffin top. Snow. Let my lashes. I can't pick yo. It's either tits or some asses. Blue cover glasses. Please don't be so hassy. I'ma pull up on a 30 all the way from Kansas. Whoa. Yeah, I think I need a teaser. If she be a pleaser, baby needs a squeezer. Anybody leads her, she tryna buy my dick. And you biting on my style, is your name Sharkeisha? And you like the Mona Lisa, cause you is a fake. And the reason why I went to school, numbers on the paper. And there's several faster ways to get the money and those cakes. And you really, really about the cake, she looking like an easy bag. Leave you covered up and couple nerves, what you say? Once you school and cop a go your purse for my sake. Please don't tell me you gon' pipe it first, not okay. Money at the end, I'm coming first, on the leg. Dripping like a school. On a four with school. Baby gonna school. She funny with it. Cool. B54 thump. I'm a hump on a bounce. Jack and Jill up a hill. Baby tryna get a meal. Mary had
the little lamb, I really do not fuck with Zen. She calling me the muffin man, I surely like the muffin top. Muffin top, muffin car, so I don't wanna stop. Got it on the lot, would this baby ever flop? Flexing all these rappers, I just let it slap, chop. She a hella hard right behind my desktop, huh. Whoa, baddie, why she praying up to me, ho, ho. Gotta give her when you're on your knees, oh no. Sick and tired of doing shit for free, yo, bro. I'm a voice, bro, is that betcha? Don't you like it when these diamonds look like respect? I'm a little closer, sexy boy, and inspect. Sip a little Henny, that's the cause and defect. Baby, no money to this money, let me collect. Big bag, price tag, Gucci bag, okay. Don't break, cocaine, red flag, no way. Big bag, price tag, Gucci bag, okay. So, dann bin ich damit auch fertig. Die beiden sind tatsächlich beide Vampire. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen, weil, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich dann potenziell halt mit diesen Vampir-Sachen aufhören. Wir schauen einfach mal, ne? Wir vielleicht möchte ja, je nachdem, mit wem wir dann weiterspielen möchten, möchte das vielleicht gar nicht mehr und möchte das ablegen oder so. Wir schauen einfach mal, ne? Aber die beiden sind unheimlich cute. I mean, look at her. Sie ist so unfassbar hübsch. Und jede Frisur stand ihr, ne? Habt ihr das gesehen, ey? Crazy. Aber ich mag auch ihre Outfits gerne. Das ist halt so, das, also, das ist, schreit halt so Klischee-Mädchen, ne? Aber sie hatte halt randomized, dass sie diese Schweinchentasche hat. Und ganz ehrlich, ich musste sie behalten. Wie süß ist es? Dann ihre Abendkleidung ist auch sehr süß. Ihre Schlafkleidung hat sie randomized bekommen, dass sie so ein Dings anhat. Obwohl ich den gar nicht freigeschaltet habe. Habe ich kein Problem mit, finde ich nämlich eigentlich gesagt ziemlich süß. Und dann halt die Bärchen pushen. Dann ihre sondern Ausgekleidung. Finde ich auch richtig cute. Finde ich auch sehr kindlich. Ja. Dann ihre Badekleidung. Ihre Heißwetterkleidung, die wir wahrscheinlich nicht wirklich zu Gesicht bekommen. Und ihre Winterkleidung. Und dann haben wir natürlich noch Cloud. Ja, also ich habe Cloud die Mütze gelassen. Ich habe sie nur einmal in eine andere Farbe getan, weil ich fand es einfach süß. Und ich habe halt seine Frisur geändert, weil ich das irgendwie passender fand. Dann seine Abendkleidung. Seine Nachtwäsche finde ich auch unheimlich cute. Ich finde halt realistisch, dass diese Familie halt so gegen diese Gender-Klischees und so geht. Weil Jericho ist ja auch ein Mann, der eben Schminke trägt und sowas. Und ich glaube, die sind sehr offen damit, was für Farben und Sachen ihre Kinder tragen. Deswegen finde ich das halt sehr, sehr schön. Dann seine Ausgekleidung, Badekleidung, sein Heißwetter-Outfit, was ja auch gar nicht typisch Junge ist, ne? Aber wie gesagt, also mir ist sowas ja eh immer komplett egal so. Also ich denke mir so, wenn jemand eine Farbe mag, dann mag er halt die Farbe. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie passt das zu ihm. Und wenn das so randomized wurde, dann ist das halt so. Und sein Kaltwetter-Outfit. Sehr, sehr cute, bin ich ehrlich. Ich mag die beiden sehr. Dann muss ich jetzt nur noch die Betten umrücken. Beziehungsweise eben ein zweites Bett besorgen. So, ab in den Baumodus. Also die können wir ja erstmal entfernen. Der Teppich kann ja bleiben. Wenn man das Töpfchen so ein bisschen verschiebt. Und vielleicht das Häuschen, wenn wir das hier so ins Wohnzimmer stellen. Ist doch auch eigentlich süß, oder? Und realistisch finde ich es auch. So, und dann können wir nämlich an die Seite kopieren das. Tun das hier rüber. Das Kissen kann dann da bleiben. Dann kann das Töpfchen da aber auch wieder hin. Ich dachte, das nimmt mehr Platz ein irgendwie. Dann kann das Töpfchen da wieder hin. So, dann haben die auf jeden Fall beide einen Schlafplatz. Das ist doch gut. Oh, ich bin auch ein Schlaumeier, ne? Ich habe gar keinen Stuhl gekauft. Keinen Hochstuhl. Dann muss die Gute mal eben ein bisschen was kochen, damit ihre Kinder sich daran bedienen können. Ja, die zwei Mäusis brabbeln hier direkt vor sich hin. Oh, die haben sich direkt eingefunden. Beeil dich mit deinem Salat. Oh, das Haus ist schon wieder kaputt. Toll, zum Essen rufen. Ach, sie ist so süß, sie nimmt einfach auch eine Portion. So, und der Rest kommt in den Kühlschrank. Sie sitzt einfach hier draußen und er im Zimmer. Super. So. Bitte zur Arbeit gehen. Ich schicke die beiden dann aber, glaube ich, zur Tagespflege. Sie soll bitte zur Arbeit gehen, hallo? Moon ist zur Arbeit. Und Jericho auch. Ja, Moon geht wahrscheinlich in ihrer Mittagspause ins Fitnessstudio. Yeah, kleine Leistungsverbesserung. Woo! Töpfchenfähigkeit erworben. Juhu! Wir haben Post bekommen und Rechnungen. Toll. So viel Geld haben wir gar nicht. Bruno liegt einfach auf der Couch und heiert. Das ist ja mal so cute. So, beide sind zu Hause. Warum haben die beide so wenig Spaß? Was ist passiert? Die beiden lesen erstmal ein Buch. Süß. Anscheinend macht es in der Tagespflege gar keinen Spaß. Es tut mir ein bisschen leid, bin ich ehrlich. Och, süß. Agatha hat ein Kleinkind adoptiert. Aber ich möchte dich jetzt gerade nicht besuchen, danke. Ich muss mich um meine Kinder kümmern. Sprich mal ein bisschen mit deinem Kind. So, Jericho hat das wieder aufgebaut. Toll. Oh, ich liebe diese Interaktion so sehr. Ne? Das ist so, 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 so cute. Jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir so, mein Herz.
I mean, look at it. Ich lieb's. Oh. Das Klo steht anscheinend unpassend. So müsste es aber auf jeden Fall gehen. Weil sie muss auf jeden Fall... Warte mal, sie kann eigentlich schon selber auf Klo gehen. Egal, wir machen das trotzdem zusammen. Komm, wir stellen mal das Essen vielleicht hier hin. Dann muss sie nicht so weit laufen. Nein, nicht Windel benutzen. Nein. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl, weil sie zu lange braucht. Verdammt. Ja, krieg erstmal einen Tobsuchtanfall, kein Problem. Cloud ist auf jeden Fall jetzt schon am Schlafen. Ach, sie muss schon wieder neue Päckchen bestellen hier. Oh mein Gott, sie kann das noch gar nicht. Ah! Sie muss erst dieses dumme Buch lesen. Oh, wir haben's. Ich dachte, wir hätten das nicht mehr. Kleines Plasmabeutel aus Fischen oder Fröschen herstellen. Hm. Ich stelle da jetzt einfach so ein Angelschild hin. Oh, sie kann auch nach Fröschen suchen. Geil, ey. Ich meine, die sind, glaube ich, sogar besser, oder? Teich mit Fischen bestücken. Guck mal, kannst mal wegen beides machen. Ist mir egal. Kann sie jetzt angeln? Ja, jetzt geht's. Und nebenbei müssen wir für heute wieder. Es ist die 128. Ernähre dich den ganzen Tag nur von schnellen Mahlzeiten. Naja, das ist ja in Ordnung. Das kann Jericho dann ja leisten. Dann müssen die Rechnungen noch bezahlt werden und die Post geholt werden. Und dann kann er sich ja nochmal das Leben wünschen. Es lief halt erstaunlich gut, diese Folge, ne? Bis auf, dass seine Mutter gestorben ist. Das ist natürlich crazy, aber ansonsten? Ich meine, ich sollte es nicht heraufbeschwören, ne? Der Part geht noch ein bisschen, aber... Na? Oh, es ist rot. Mm. Jericho kann derzeit nicht ins Leben zurückkehren. Der Wunschbrunnen hat dies unmissverständlich klar gemacht. Zumindest ist es irgendwie beruhigend, das eigene Schicksal zu kennen. Hätte ja klappen können. Plasmabeutel. Genau, das sind dann nämlich größere. Warum ist der immer noch rot? Spooky scary, Alter. Bitte sag deinem Hund, dass er Pipi machen darf. Bruno hat gelernt, draußen das Geschäft zu verrichten. Woo! Warum schläft er eigentlich nie? So, und er isst jetzt eine schnelle Mahlzeit. Joghurt. Ist ja nix bei, ne? Ihr geht natürlich gleich zur Arbeit. Sie freut sich einfach über die Musik. Süß. Oh, sie ist ein Level aufgestiegen. Wir nehmen mal Knoblauchimmunität. Und ein bisschen Stärke kann auch nicht schaden, würde ich sagen. Ja, nehmen wir zweimal. Und sie braucht eine Schwäche, von Schuldgefühlen geplagt. Deswegen saugt sie ja auch keinen aus. So. Heißt, sie kann sich Plasmafruchtsalat machen, das ist auch gut. Auf zur Arbeit. In ihrer Freizeit hört sie jetzt Musik. Unternehmerfähigkeit erhöht, krass. Er ist einfach so krass müde. Ups. Aber er schläft halt nachts auch irgendwie mal nicht. Weiß nicht, was das soll. Befördert zu Modulreiniger. Astrosonnensystemlicht. Und befördert zu Anwaltsgehilfin. Anwaltsprüfung ablegen. Und ein Schreibtischstuhl. I'm sorry, aber das müssen wir ihr wegnehmen, weil sie ist gerade befördert worden. Wieso hat sie Angst davor, dass das ein Dead-End-Job ist? Nee. Das nehme ich ihr weg. Also das finde ich jetzt auch ein bisschen dumm. Also fancy ist er auf jeden Fall. Dann tauschen wir den wohl aus. Gibt sogar ein Weiß. Cool. Ein Astronomenlicht. Weil ich möchte halt diese ganzen Sachen behalten, die wir so bekommen. Fellhaufen, toll. So, den Rest habe ich jetzt einfach mal verkauft, ne? Kann sie nochmal was kochen hier? Auch wenn ihr Partner das nicht essen wird. Es ist so doof. Aber naja. Regel ist Regel, hä? Huh? Oh, Energieversagen. Schade. Die Kiddies sind auch am Start hier und holen sich erstmal was zu essen. Wuff, wuff, wuff. So. Ich hoffe, ihr hilft das jetzt. Naja, viel mehr hat das auch nicht aufgefüllt. Ich weiß ja nicht. Müllpflanze. Warum? Auf dem fucking Asphalt. Geh weg. Who is you? Elena Case, Alter. Warum bist du hier? I love you. Ich würde dann aber an der Stelle auch den Part beenden. Ich denke, wir haben gut was erreicht heute. Und ja, ich bin einfach froh, dass die Kleinkinder sehr süß aussehen. Mit wem wir weiterspielen. Sehen wir dann ja einfach im Laufe der Zeit. Ich meine, ich tendiere meistens dazu, eher mit einem weiblichen Sim weiterzuspielen, aber ich hätte auch kein Problem damit, mit Cloud zu spielen. Das werden wir dann halt noch entscheiden, wenn es soweit ist. Meistens entscheide ich das so im Teenageralter, weil man da ja dann auch einen richtigen Charakter sieht quasi. Das heißt, bis dahin wird das eh alles nochmal ein bisschen chillomillo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!